Ja, die werden abgeknallt, werden geköpft. Sieht man ja in den Videos. Hallo zusammen, ich bin gerade erst vor ein paar Tagen aus Syrien zurückgekommen und da habe ich so das vielleicht unangenehmste Interview meines ganzen Lebens geführt. Und zwar mit einem deutschen IS-Terroristen, der sich den Namen Abu Anas gegeben hat. Wir werden getötet, das ist Krieg. Wir sind nicht in Deutschland, wir sind in Kriegsland. Bei diesem Interview, das haben wir eine Stunde lang geführt, nachdem wir lange versucht haben, an ihn ranzukommen. Er ist in Haft, in kurdischer Haft, und wir konnten mehr als eine Stunde lang mit ihm reden darüber, warum er sich dem IS angeschlossen hat, was für Kriegsverbrechen er miterlebt hat und wie allgemein sein Alltag während der IS-Zeit aussah. Aber am Ende dieses Interviews war ihm meine Interviewführung vielleicht zu hart und er hat zuerst sein Einverständnis zurückgezogen, dass dieses Interview veröffentlicht werden kann. Was, wenn ich sage, ich will das nicht? Was passiert? Man sieht dich nicht, man sieht keinen Ton, man wird dich nicht identifizieren können, gar nichts. Nein, das glaube ich nicht. Leute wurden identifiziert. Ich verspreche es dir. Du siehst nach wie vor, das ist das Bild drauf, die Stimme wird verzerrt, das ist mein Ehrenwort drauf. Und nach langer Verhandlung konnten wir ihn dann dazu überreden, dass wir zumindest einige Parts drin lassen können, andere aber rausschneiden. Welche Parts das waren, die wir rausschneiden mussten, darauf gehe ich am Ende dieses Videos ein. Das jetzt aber nur als kleine Erklärung, wie es manchmal hinter den Kulissen der Kriegsberichterstattung, also meinem Job, zugehen kann. Der Nordosten Syriens. Hier fand 2019 die letzte große Schlacht gegen das Terrorkalifat des sogenannten Islamischen Staates statt. Dabei wurden tausende islamistische Kämpfer gefangen genommen, die meisten sitzen noch heute in Haft. Nach langen Verhandlungen mit den kurdischen Behörden habe ich die Möglichkeit bekommen, mit einem von ihnen zu sprechen. Er nennt sich Abu Anas al-Almani und möchte nicht, dass ich sein Gesicht filme. Laut den kurdischen Sicherheitskräften, die ihn gefangen genommen haben, gehörte er zu einer Spezialeinheit innerhalb von ISIS und war an mehreren Schlachten beteiligt. Er sitzt seit mehr als 3 Jahren in Haft. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du hierher gekommen? Wo hat es seinen Anfang gehabt? Ich habe einen Freund gehabt. Ich war ein Praktizierer. Ich habe den Islam praktiziert. Er auch. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Staat, einen islamischen Staat. Komm, wir gehen dorthin. Dann bin ich hingegangen. Denn das ist das Ziel des Islams, des Muslims, unter den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala zu leben. Du warst ja schon Muslim, als du in Deutschland warst. Fandest du, dass man in Deutschland den Islam nicht richtig ausleben konnte? Teilweise ja. Man kann den Islam praktizieren, teilweise, aber nicht komplett, nein. Was zum Beispiel nicht? Wie kann das sein, dass es für den Juden erlaubt ist zu schlachten und für den Muslim nicht und für den Christen? Wie kann das in Deutschland sein? Sogar den Christen ist es nicht erlaubt zu schlachten, ohne die Kuh oder das Schaf zu töten. Wie kann das sein? Aber es gibt doch auch Halal-Metzgereien in Deutschland. So wird es erwähnt. Es gibt keine offiziellen Moscheen. Das sind alles Kulturvereine. Das sind keine Moscheen, das sind Kulturvereine. Aber es gibt doch auch große Moscheen. So gerade in Köln wurde doch eine riesengroße Moschee gebaut. Ich weiß, dass es meistens Kulturvereine sind. Das sind alles Kulturvereine. Also da steht Moschee drauf. Das steht in jedem Kulturverein steht Kulturverein, Name, Moschee. Ja, aber es ist keine offizielle Moschee. Es ist ein Kulturverein. Das ist ein Raum wie dieser Raum, dort wird gebetet. Dort wird drinnen der Gebetsruf gerufen und dort wird gebetet. Hier möchte ich einen kurzen Faktencheck durchführen. Natürlich gibt es in Deutschland Moscheen. Die werden oft von sogenannten Moscheevereinen betrieben. Insgesamt gibt es mehr als 2000 Moscheen in Deutschland. Ungefähr 300 von ihnen gelten als städtebaulich markant, also deutlich als islamisches Gotteshaus erkennbar. Die größten Moscheen Deutschlands stehen in Duisburg und in Köln. Sie haben jeweils Platz für 1200 Gläubige. Das Thema Schächten ist kompliziert. In der jüdischen wie in der muslimischen Tradition müssen Schlachttiere mit einem Schnitt durch die Kehle getötet werden. Ohne Betäubung ist das in Deutschland eigentlich verboten. Erfolgt das Schächten aber aus religiösen Gründen, können Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, etwa für Juden oder Muslime. Und du hast gesagt, du hattest einen Freund, der dir dann davon erzählt hat, dass es einen islamischen Staat gibt. Und der Fernseher natürlich. Im Fernseher wird davon berichtet. Der Jürgen, der große Jürgen von Deutschland. Er sagt, es sei ein islamischer Staat. Er sagt das in seinen Videos. Mit Jürgen ist Jürgen Todenhöfer gemeint. Er war früher CDU-Politiker und schrieb später Bücher, in denen er die Nahostpolitik der USA scharf kritisierte.
2014 erlaubte ihm ISIS, das von ihnen kontrollierte Gebiet zu bereisen und einen Film dort zu drehen. Kritiker warfen ihm vor, der Ideologie der Islamisten dadurch eine zu unkritische Plattform gegeben zu haben. Es wird im deutschen Fernseher gezeigt. Er sagt, dass er ein offizieller Staat ist, er arbeitet wie ein Staat und dort herrschen die Gesetze Allahs. Und dann hast du den Entschluss gefasst, dass ihr da hingehen wollt. Wie hat das geklappt? Wie seid ihr da hingekommen? Mein Freund hat das organisiert. Wir sind irgendjemand in ein Auto eingestiegen, Mitfahrgelegenheit. Er hat das organisiert, ich weiß nicht wie. Er hat irgendwelche Kontakte gehabt von drüben. Wie ging es dann weiter? Also ab dem Punkt, wo ihr das Gelände des Islamischen Staates betreten habt, was ist dann passiert? Du wirst in ein Haus gebracht, wo sich mehrere Leute, die jetzt in dieser Zeit reingekommen sind, die werden alle versammelt in ein Haus. 10, 20, 30, 50, 100 Leute. Kommt drauf an, wie viele Leute in diesen Tag reingekommen sind. Kommst dort rein, dort bleibst du ein paar Tage und dann irgendwann wirst du zum Trainingslager geschickt. Ja. Was für Leute waren das? Woher kamen die so? Die drinnen waren. Oder die? Nee, mit denen du in dem Haus warst. Ja, jede Nation. Jede Art von Nation. Und dann dieses Training, wie sah das aus? Wie habt ihr trainiert? Mein Trainingslager war sehr schlecht, sage ich mal. In dieser Zeit gab es die. In dieser Zeit war der Kampf in Beji und Ramadi. Und die haben einfach nur Leute rausgeholt. Wer will kämpfen gehen sofort, kann kämpfen gehen, ohne Trainingslager, ohne nichts. In den Trainingslagern erhielten Rekruten eine militärische Ausbildung. Zudem wurden sie politischer und religiöser Propaganda ausgesetzt, um sie zu gehorsamen Kämpfern zu machen. Während der Ausbildung konnten Rekruten an Checkpoints eingesetzt werden, an die Front kamen sie in der Regel aber nicht. Auch nach der Ausbildung wurden die IS-Kämpfer überwacht und konnten etwa durch Peitschenhiebe bestraft werden, wenn sie Befehle verweigerten. Wie fandest du das, als du das gemerkt hast, dass sie euch verheizen? Es kam drauf, es gab Leute, die schon früher vielleicht Waffenerfahrung haben, die im Krieg waren. Zum Beispiel in Deutschland, in Europa ist es ja nicht normal, ein Soldat zu sein. In anderen Ländern ist es normal. In anderen Ländern ist es Pflicht bis heute noch, ein Soldat in Wehrpflicht. Und andere Leute kommen von Ländern wie Russen oder aus dem Balkan, Jugoslawien, die haben Kriegserfahrung, die wissen es. Die gehen, die brauchen kein Trainingslager mehr. Die wollen gehen, die gehen. Aber Europäer haben natürlich ein bisschen Scheu, das ist das erste Mal. Die denken sich, das mache ich nicht mit. Du auch? Ja, ich auch, Akid. Und ich weiß, ich habe noch nie in meinem Leben eine Waffe getragen und dann sagt er mir, geh kämpfen. Ja, das ist ein bisschen. Nein, mache ich nicht. Wie fühlt man sich da? Ah, er fragt, willst du oder willst du nicht? Ja, nicht. Er weiß nicht, wer du bist. Er sieht dich nur und sagt, wenn du willst, kannst du gehen. Und du sagst nein oder ja oder nein. Du bist nicht gezwungen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, ich kenne mich nicht aus. Lass mich das von meinem Trainingslager beenden und dann schauen wir mal, was passiert. Und was ist dann passiert? Ich habe mein Trainingslager fertig gemacht. Kurz Zeit danach wurde ich gebombt. Und ich bin verletzt. Die Sicherheitskräfte hier haben uns erzählt, dass du aber bei einer Spezialeinheit warst. Also, dass du wirklich mit den besten Kämpfern warst. Stimmt das nicht? War ich vielleicht die rechte Hand von Baghdadi, Mumkin? Kann auch sein. Abu Bakr al-Baghdadi war der Anführer von ISIS. Er wurde 2019 von amerikanischen Truppen getötet. Also, du warst nicht wirklich in einem Kampfeinsatz, sagst du? Nein. Was hast du dann vor Ort gemacht? Weil ich meine, die lassen ja niemanden einfach nur nichts machen. Nirgendwo auf der Welt kann man ja nur so rumsitzen und gar nichts machen. Was war dann deine Aufgabe da im Islamischen Staat? Ich war eineinhalb Jahre verletzt. Was macht man in eineinhalb Jahren verletzt sein? Was macht man danach? Glauben Sie, Sie können irgendwas tun? Was für eine Verletzung hattest du? Knieverletzung. Bis heute habe ich, mein Knochen ist nicht geheilt. Bis heute habe ich Probleme mit meinem Fuß. Du bist also in den Islamischen Staat gekommen, hast nur eine Ausbildung gemacht, wurdest verwundet und hast eineinhalb Jahre lang nichts gemacht. Eineinhalb Jahre nichts gemacht. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu arbeiten, ja. Als was? Ich musste Wände kaputt machen, in Zeit von Raqqa. Raqqa war die inoffizielle Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates.
Sie wurde massiv aus der Luft bombardiert und konnte 2017 hauptsächlich von kurdischen Truppen erobert werden. Viele ISIS-Kämpfer zogen sich in die Stadt Barghouz zurück, wo sie noch mehrere Monate ausharren konnten, bis sie getötet oder gefangen wurden. Viele behaupteten später, nie selbst gekämpft zu haben. Ein befreundeter Journalist hat mir mal einen Witz erzählt, nämlich, dass der Islamische Staat das beste Essen der Welt gehabt haben muss, weil alle, die man fragt, nur Köche oder Bäcker gewesen sind. Und keiner sagt, dass er wirklich gekämpft hat. Wie viele Kämpfer gab es im Islamischen Staat? Zehntausende? Zehntausende, also, ja. Sie haben es doch geschafft, sich ziemlich weit auszubreiten, Millionen von Menschen zu erobern. Über wie viele Kämpfer ISIS insgesamt verfügte, ist kaum zu sagen. Die Schätzungen reichen dabei von einigen 10.000 bis hin zu 200.000 Bewaffneten. Wie viele Leute sitzen im Gefängnis? Immer noch Tausende, aber irgendwie scheint keiner davon Kämpfer gewesen zu sein. Ja, 2% von den Kämpfern, die vom Islamischen Staat Mawjud sind, sind hier im Gefängnis. Ja, auf jeden Fall wird die Hälfte davon irgendwelche Leute sein, die nicht gekämpft haben. Gibt es Doktoren, gibt es Krankenschwestern, gibt es Köche, ja, gibt es irgendwelche andere Sachen, ja. Akid. Es kann ja nicht sein, dass jeder kämpft. Da gibt es bestimmt, ja. Wer kocht, wenn sie kämpfen gehen, wer bringt ihnen das Essen? Sogar die deutschen Soldaten haben ihre eigene Küche, haben ihre, keine Ahnung, wie nennt man, ihre Arbeiter, Elektroniker, was weiß ich was, Mechaniker. Das ist ein normaler Staat. Leute arbeiten, reparieren Autos, Leute arbeiten, reparieren Straßen, Leute arbeiten und reparieren Fensters. Aber du hast doch gerade erzählt, dass die sogar Leute an die Front geschickt haben, die seit 2 Tagen nur im Trainingscamp waren, die keine Ahnung hatten. Ja. Warum? Nicht die keine Ahnung hatten. Die sind gekommen und sie werden gefragt, willst du gehen oder willst du nicht gehen? Ist es gerade, Bereitschaft? Wenn du gehen willst, kannst du gehen jetzt. Und sie werden genommen. Und wenn man Nein sagt, war es gar kein Problem? Nein, kein Problem. Also es gab Kriegsdienstverweigerung im Islamischen Staat? Du bist noch nicht, offizieller Soldat. Du bist gerade im Trainingslager. Vielleicht passiert mit dir irgendwas, bist du kein Kämpfer mehr. In der Zeit, als du dann verletzt warst, was hast du so erlebt? Wie war der Alltag im Islamischen Staat? Bomben. Jederzeit kann der Tod auf dich kommen. Du bist immer bereit für den Tod. Und die Regeln, die dort galten? Du hast ja gesagt, du wolltest wohin, wo die Gesetze Allahs galten. Herrschen, die Gesetze Allahs herrschen dort, ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sah das aus? Der Bart ist Pflicht, die Hose über den Knöchel. Dass wenn du auf der Straße gesehen wirst, dass du nicht die Hose über den Knöchel hast, wirst du aufgefordert, die Hose über den Knöchel zu tun. Wenn man sieht, dass du dein Bart geschnitten hast, wirst du aufgefordert, dein Bart wachsen zu lassen. Und wenn du das nicht machst? Wenn du es nicht machst, wirst du bestraft. Wie? Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Du wirst vielleicht auch gepeitscht. Oder du wirst vielleicht ins Gefängnis gesteckt. Für ein paar Tage. Kommt drauf an. Und was ist mit den schlimmeren Bestrafungen? Mit Leuten, die als Gegner des Islamischen Staates ausgemacht wurden? Das wird in Deutschland, wenn die Deutschen töten. Die Deutschen töten in Afghanistan. Warum? Was haben die Deutschen in Afghanistan zu tun? Warum töten die Deutschen Afghanen in Afghanistan? Die werden getötet. Das ist Krieg. Wir sind nicht in Deutschland, wir sind in Kriegsland. Die Leute werden getötet. Wie wurden die getötet? Ich weiß nicht. Ich bin nicht da. Weißt du nicht? Du hast 1,5 Jahre da gelebt und du weißt nicht, wie die getötet wurden. Was du meinst? Meinst du öffentliche Tötung auf der Straße? Oder? Zum Beispiel, ja. Ja, die werden abgeknallt. Abgeknallt, werden geköpft. Sieht man ja in den Videos. Und wie findest du das? Das ist brutal. Sieht brutal aus. Was soll ich sagen? Findest du es richtig, dass die Menschen auf der Straße enthauptet wurden? Ob ich das richtig finde, ist eine andere Sache. Aber glauben Sie, wenn Sie das sehen, dass Sie das Gleiche tun werden? Da habe ich keine Ahnung, aber deswegen frage ich ja dich. Frage Sie jetzt. Du warst ja da. Ja, aber wenn Sie das sehen würden, würden Sie das Gleiche tun? Dass Menschen auf der Straße enthauptet würden? Ich weiß nicht, was ich tun würde, aber ich weiß, dass ich es nicht richtig fände. Nein, ich meine, wenn Sie sehen, dass einer getötet wird auf der Straße, wegen Spionage, wegen irgendetwas, keine Ahnung, wegen irgendetwas. Würden Sie das Gleiche tun wie dieser Typ, der gerade getötet wird?
Das ist eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob ich es tun würde, weil ich kann natürlich sagen, ja, natürlich würde ich, aber ich bin nicht in so einer Situation. Wahrscheinlich würde ich es nicht tun. Ja, höchstwahrscheinlich 99% der Leute tun es nicht. Aber es geht darum, wie du es fandest. Fandest du es falsch oder fandest du es richtig? Falsch ist richtig. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Ihr habt jetzt gehört, was Abu Anas zu sagen hatte und ich denke, ihr sollt euch vor allem jetzt ein eigenes Bild davon machen, was ihr von ihm und seinen Erzählungen zu halten habt. Was mir jetzt aber noch wichtig ist, ist, auf die Themen einzugehen, von denen er nicht wollte, dass wir sie in diesem Interview veröffentlichen. Und das sind die Themen Terrorismus, Anschläge in Deutschland, Völkermord und Sklavenhandel. Und darüber haben wir natürlich geredet, weil das Themen sind, die mir persönlich wichtig sind. Wenn man schon mal mit einem ISIS-Mitglied sprechen kann, dann möchte ich auch diese harten Themen ansprechen, natürlich. Aber er hat dann seine Zustimmung für dieses Interview zurückgezogen. Am Ende hat gedroht, dass er überhaupt nicht möchte, dass es veröffentlicht wird. Und ich habe ihm mein Wort gegeben, nach langen Verhandlungen, dass er zum ersten nicht erkennbar sein wird und dass wir diese Themen, die er nicht möchte, dass wir sie reinnehmen, dass wir die eben auch rausschneiden. Und ihr könntet jetzt natürlich fragen, so, warum halte ich mich daran? Ich glaube auch nicht, dass er in absehbarer Zeit jemals wieder irgendwie in Freiheit kommen wird. Bestimmt nicht. Und selbst wenn, er hat ja mit uns gesprochen, also er hat seine Zustimmung schon gegeben und die erst im Nachhinein zurückgezogen. Also ich gehe mal davon aus, rechtlich, dass mir sehr wahrscheinlich nichts drohen würde, wenn ich jetzt dieses Interview veröffentlichen würde. Aber wie gesagt, ich habe mein Wort gegeben, dass ich diese Passagen rausschneiden werde und selbst wenn das gegenüber einem ISIS-Terroristen ist, an mein Wort will ich mich halten. Aber ich habe nie mein Wort gegeben und ich würde auch nie mein Wort geben, dass ich mir den Mund verbieten lasse. Gerade nicht bei so einem wichtigen Thema. Und deswegen will ich euch jetzt ein bisschen erzählen, was diese Themen waren und was Abu Anas gesagt hat, als ich ihn auf Völkermord, Terrorismus und Sklaverei angesprochen habe. Den Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hat er als Rache bezeichnet und hatte auch nicht wirklich Probleme damit. Er hat gemeint, dass er eben die Gegenreaktion zu den Bombardierungen des Westens auf den sogenannten Islamischen Staat. Als ich ihn zur Sklaverei gefragt habe, meinte er, nein, er hatte keine Sklaven. Dann habe ich ihn gefragt, ob er Leute kannte, die Sklaven hatten. Hat er auch gesagt, nein, er kannte niemanden, der Sklaven hatte. Und spannenderweise kam er dann aber später auf den Grund dazu. Er hat gemeint, Sklaven seien einfach sehr teuer gewesen. Und in diesem Kontext auch, Sklaverei, kam ich dann auf den Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden zu sprechen. Kurzer Kontext dazu, die Jesiden sind eine sehr alte Religionsgemeinschaft im Irak und auch in Syrien und die waren eines der Hauptziele des Terrors des sogenannten Islamischen Staates. Tausende wurden ermordet, Frauen und Kinder wurden in die Sklaverei verkauft, also es war ein Völkermord. Und er meinte, er habe, während er im Islamischen Staat gewesen wäre, gar nicht so viel davon mitbekommen, man hätte ja nichts gewusst und so weiter. Interessanterweise hat er dann aber später, als ich nachgefragt habe, gesagt, nee, da hat man in Deutschland sehr viel mehr davon mitbekommen, von diesem Völkermord, als im Islamischen Staat selber. Und ich habe ihn dann gefragt, okay, du wusstest also, dass das stattfindet und bist trotzdem runtergegangen in einen Staat zu Leuten, die gerade einen Völkermord durchführen. Und daraufhin hat er gemeint, ihr nennt es Völkermord, wir nennen es Krieg. Und dann ist eine Diskussion entbrannt, wo ich halt eben darauf bestanden habe, ein Krieg ist, wenn bewaffnete Gruppen gegeneinander kämpfen und es ist ein Völkermord, wenn Unbewaffnete, wenn Zivilisten, wenn Kinder, wenn alte Männer, alte Frauen, wenn die versklavt und ausgelöscht werden. Und dann hat er das Thema gewechselt und ist mehr darauf eingegangen, auf die Verfolgung von Muslimen in anderen Ecken der Welt, Myanmar, Nigeria und so weiter. Und diese Verfolgung gibt es, keine Frage. Aber mit dieser Verfolgung einen eigenen Völkermord zu rechtfertigen, wie gesagt, macht euch eure eigene Meinung. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt in den Kommentaren. Ich biete euch diese Interviews an, damit ihr relativ ungefiltert seht, was auf der Welt vorgeht und was andere Menschen zu sagen haben. Und in diesem Fall war es eben ein IS-Terrorist, der sich Abu Anas nennt. Danke, dass ihr zugeschaut habt.